Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Graveyard Keeper. So, wir haben im letzten Part wieder Stuff getan, ja, Zeug gesammelt, Glauben eingespielt, den Garten fast verzombifiziert, ne? Es gibt noch viel zu tun, aber er ist im Groben und Ganzen schon mal da, wo er sein soll. Und ja, wir müssen jetzt langsam mal die Bombe herrichten, mit der wir auch tatsächlich Papier machen können, weil das stand nämlich auch schon seit längerem auf der Liste. Gar nicht das. Komm schon. Papiermatsch, genau. Es geht auch tatsächlich auch schon der Weizen aus. Nein. Aber gut, das haben wir jetzt bald einen Zombie ausgestattet. Ich glaube, es liegt noch ein Zombie auf der Pritsche. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich schon das weiße Farbmittel habe. Habe ich das hier irgendwo? Hier, das ist das Schreibzeugsel. Weiße Farbe, habe ich das schon? Ich habe schwarze Farbe. Da muss ich nachher mal nachgucken. Das ist jetzt auf Anhieb noch nicht dringlich. Geschmacksverstärker müssen wir noch machen. Wir brauchen rote Bambe. Wie kriege ich nochmal die rote Pampe? Moment. Giftpilze. Genau, ich brauche Giftpilze. Okay. Was heißt, ich mache noch ein paar Zombie-Säfte. Drei Stück, um genau zu sein. Weil die brauchen wir jetzt dann gleich. Ich brauche zwar nicht drei Zombie-Säfte, aber ich mache jetzt einfach mal welche auf Vorrat. Schau mal, ich glaube, der liegt noch auf der Pritsche und wird verbessert. Oder nee, er schimmelt. Scheiße, ich habe dich vergessen. Okay, dann weiß ich schon mal, dich zerlege ich komplett. Ja, du wärst sowieso nichts gewesen. Du wärst gar nichts gewesen. Also, dich auseinandernehmen ist... Damit tue ich dir einen Gefallen. Mann, bist du ekelhaft verschimmelt und bläh. Ne? Also, um dich war es nicht schade. Ja, ich weiß, ich rede hier von den Menschen. Ja, ehrlich. So, nehmen wir alles raus. Dein Herz, deine inneren Organe, deine Haut, dein Schädel, alles. Kann ich alles gebrauchen. Okay, ich habe auch nichts zu fressen dabei, außer meinen Wein. Gut, dann gibt's halt Wein. Du stinkst sowieso. So. Jetzt stellt sich die Frage, wenn ich das alles wieder einbaue, ob er dann wieder besser wird. Was das rein aus Neugier mache ich das mal. Oder merkt er sich, dass er angeschimmelt war? Das heißt, ich bin jetzt echt mal neugierig. Kann man damit die Verschimmelung aufheben? Nein. Kann man nicht. Okay, der Leichnam merkt sich, dass er angeschimmelt war. Oder auch die Organe, ich bin mir da nicht sicher. Soll mir relativ wurscht sein. So. Leiche nehmen wir mit und schmeißen sie auf den Scheiterhaufen. So. Okay. Dann ist auch hier erstmal eine Weile Ruhe. Ich kann jetzt mal gucken, was zombifiziere ich. Ich glaube, dich verzombifiziere ich einfach mal. Ja, Zombie, geh aus dem Weg. Jetzt brauche ich auch noch Glauben. Ja, jetzt muss ich ihn schnell holen. Menschens, Meyers, warum ist das alles nicht interconnected? Warum? Hier, nehmen wir einfach mal meinen ganzen Schamott. Dann tun wir das Zeug mal hier hin. Edel nehme ich wieder mit. Komm nämlich auf die andere Seite. So. So, was kann ich noch hier lassen? Die Bücher und so weiter, die Buchcovers. Ah, hier sind schon wieder so Graffi. Alles voll hier. Verdammt.
Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe sowas von keinen Platz mehr. Das ist noch nicht mal gelogen hier. Ist wirklich alles randvoll mit Zeug und... Mann. Zeug brauche ich meistens hier, ne? Ja gut, dann nehme ich einfach mal die Taschenbücher einfach mal mit. Irgendwo werde ich schon Plätzchen finden dafür. Naja. So, hier. Zombie-Mache. Nicht gleich nehmen. Wiederbeleben. So, lagere ich die erstmal ein. Gucke mal, wie viel Prozent hast du eigentlich. 20%, das ist schon mal nicht schlecht. 15%, das ist ein ganz schlechter Zombie. Ja, dich nehme ich einfach mal mit. Eigentlich ein bisschen Verschwendung, den 20er dafür zu benutzen, aber moi, ist halt so. Oder was weiß ich, leg den 20er hier mal ab. Ich sag den, der soll... Ach, ich habe den noch nicht gepimpt, den Garten. Ich stelle den einfach mal ab, damit er da abgestellt ist. Und den 15er gebe ich die Karotten im Auftrag. So. Dann ist das nämlich mit den, dann können die ganzen Base-Sachen, die wirklich konstanten Einfluss brauchen, können dann die gemacht werden. Warum hat der andere die Zwiebeln aufgehört? Es ist nicht gut. Warum hast du aufgehört? Am Zwiebeln geht es dir nicht aus. Das ist nicht das Problem. Habe ich vergessen, das auf Repeat zu stellen. Egal, auf jeden Fall, er macht jetzt Zwiebeln wieder. Genau, den Weizen kannst du abbrechen. Du machst auch Zwiebeln. Ich kann das hier einfach mal umstellen. Genau. Dann ist das, kann der das noch fertig machen. Und du machst hier Weizen. Na, Weizen geht dann nicht. Noch nicht. Gut, dann den Weizen können wir hier erstmal ablegen. Ich kann hier Silberkürbisse verkaufen. Das ist schön. Kann ich mal den ganzen Kleinkrusch loswerden. Den ich hier noch mit mir herumschleppe. Den Kram hier. Genau, da tue ich auch das hier mal weg. Gut, den Rest werde ich dann ab und zu noch brauchen. So, die Kürbisse verarbeite ich auch gleich. Schön, das geht auch. Fertigen und die Kürbisse. Kann ich sonst noch irgendetwas machen? Kiste mit Zeug kann ich machen. Die Kiste mit Zeug war gar nicht mal so schlecht, das zu machen. Ah, gut, dann mache ich das auch mal gleich. Gibt's wieder was zum Transportieren und zu bearbeiten? Sehr schön. So. Dann gibt's wieder Profit. Brauche ich sonst noch irgendetwas Wichtiges? Ich kann hier die Pappmasche mal lassen. Ich muss ja nachher noch nachgucken, wie die weiße Farbe geht. Das kann ich hier lassen. Ich könnte eigentlich ein Regal in meiner Mortuary machen. Könnte ich. Aber immer der Konjunktiv, ich sozusagen pflege. Schön. Ja, Goldzwiebeln sind bald der Hit. Goldkürbiskerne, mal schauen. Die wollen irgendwie nicht so. Mal sehen. Okay, aber ich brauche 3 Geschmacksverstärker. Also insgesamt, ich brauche 24, glaube ich, ist es, was hier ist, ne? 12, 24, 32. 36.
36. Wie viel habe ich noch da? Ich habe nämlich jetzt nur ein bisschen überproduziert. 36. Ich könnte eine schon aufpimpen. Um eine Stufe. Er braucht den Silberdünger. Der andere braucht dann 24 wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwas in der Richtung wahrscheinlich. Na gut. Dann schauen wir mal, ob der Zombie, den jetzt der Comrade gerade gebracht hat, beziehungsweise der zukünftige Zombie, aber es taugt. Ja, oder ob er ein Zombie wird oder ob ich ihn verbrenne, weiß ich noch nicht. So. Er taugt auch nichts. Er taugt auch so gar nichts. Okay, dich zerlege ich auch, du kommst auch auf den Scheiterhaufen. Mein lieber Gesangsverein, warum kommen hier nur so viele Dödel? Kann man überhaupt nicht hier brauchen. Könnt ihr mal nachgucken, ob ich hier noch Regale in... Also ich weiß, dass man hier Regale in der Mortuary machen kann, also in der Leichenhalle. Aber was die kosten, was man die machen muss, ob ich den Platz habe für etc. Das sind ja die Fragen. So. Und dein Schädel. So. Da habe ich den tatsächlich vorhin liegen lassen, ne? Nee. So. Dann kommt er hier auf den Scheiterhaufen. Ich lasse die einfach mal liegen, weil ich jetzt nicht unbedingt mehrere Leute brauche. Die lagern mir sowieso schon gerade alles voll. So, das sind auch noch so mäßige. Der ist leicht angeschimmelt. Wovon? Ja. Who knows? Das sind auf jeden Fall noch ein paar Leichen, die bearbeitet werden müssen. Das muss ich mir anschauen. Das muss ich mir erst anschauen. Heute ist Gluttony Day. Das heißt also, ich kann wieder mit dem Gischlund sprechen, mit unseren Händler. Kann mal gucken, was der davon hält, dass wir jetzt 7 Kisten verkauft haben. Jetzt muss ich irgendwie das ganze Zeug hier wieder loswerden. Brauche noch eine giftige Mischung. Ja. Oder ich könnte einfach die jetzt mal schnell verarbeiten. So. Eine Lebenslösung, die brauchen wir für manche Sachen, das weiß ich. Hier ein Gedärmzutat. Lebenspulver, weiß ich nicht, wofür man das braucht. Wir könnten mal das Herz destillieren. Halte ich zwar für eine idiotische Sache an sich, die Idee, aber mei. Das hier ist Alchemie, hat sowieso nicht mehr viel damit zu tun, was wir eigentlich tun. Nein. Moment, da ist die Lebenslösung noch, die kann ich auch noch weglagern. So. Ist auch wieder Platz. Außer hier. Hier ist kein Platz mehr. Was weiß ich, nur das Fleisch mit, das kommt mit in die Küche. Also wieder Zombiesaft hier. Die Silberinjektion, ja. Ich wollte eigentlich nachschauen, wie viel das Regal kostet, ne? Herrlich. Herrlich. So, ein Balsamiertisch, Zwei Pritsche, Kühlpritsche, Leichenhallenregal, Auferstehungstisch. Leichenhallenregal ist ziemlich teuer an sich, aber kann man machen. Naja. Es dürften die Leute, die in der Dunkelheit geguckt haben, jetzt gerade einen Augenkrebs bekommen. Plötzlich alles hell. Oh Mann. Naja. Habe ich hier Platz? Nee, habe ich natürlich nicht. Alles voller Honig. Honig. Was heißt, ich nehme den Kuchen mit, den Essig, genauso wie die Goldzwiebeln. Kann ich mir jederzeit vom Wirt holen. Dann weise ich die mal zu. Und die Goldzwiebeln. Hier.
Gut, dann gehe ich gleich mal rüber, würde ich sagen, und quatsch mit dem. Der Zombie hat auch alles, was ich schon verkauft, also was ich schon eingepackt habe, verkauft, also rübergebracht. Verkauf ist es wahrscheinlich noch nicht. Ja, die Kisten sind alle voll. Dann reden wir mit dem mal wegen den 7 Kisten. Verkäufe waren ein Erfolg. Großartig. Nun haben wir einen ordentlichen Marktanteil und das ist der perfekte Ausgangspunkt für unseren Plan. Aber wir brauchen immer noch die Unterstützung des Königlichen Rates. Ich glaube, ich weiß, wie wir die Unterstützung des Königlichen Rats bekommen. Wenn du bereit bist, teile ich meinen Plan mit dir. Also wie war das Dinner? Es war ausgezeichnet. Wir haben unsere Unterstützung vom Königlichen Rat gesichert. Ich wusste doch, dass das irgendwie damit zu tun hat. Das perfekte Dinner. Ich glaube, ich weiß, wie wir die Unterstützung des Königlichen Rats bekommen, wenn du bereit bist, da in deinen Plan mit. Das haben wir schon gesagt. Also hier, erzähl mir mal deinen Plan. Also, steht sonst noch irgendwas zwischen dir und deinem Job? Und dem Job? Ich glaube, wir haben alles gemacht, was du wolltest. Was? Der Vorstand des Königlichen Rates ist kein Mitglied unserer Gourmet-Clubs. Aber er hat eine Schwäche. Welche Schwäche? Er. Anmut von Frau Anmut. Der Anmut von Frau Anmut. Wenn du verstehst, was ich meine. Ah, verstehe. Also. Vielleicht kriegen wir von hier jetzt die Geschichte. Also, es ist, er mag wahrscheinlich die Persönlichkeit von Frau Anmut. Sie ist ja absolut reizend, ne? Ja, reizend. So Hauterregung so mäßig etc. So Pickel. verstanden. Frau Anmut ist also die einzige Person, die ihn dazu bringen könnte, mich zu unterstützen. Und du bist der Art von Mensch, den sie sich vielleicht unterhält. Und da bist du schon mein einfacher, aber eleganter Plan. Da ist schon mein einfacher, aber eleganter Plan. Irgendwelche spezifischen Anweisungen? Nicht wirklich. Ich ziehe ein gutes Abendessen der Gesellschaft einer Frau vor. Weiß, ich stehe nicht so ganz drauf, ne? Du. Ja, bin nicht ganz so von dem Ufer. Es ist in der Zeit nicht gut, das zu sagen. Sag mir einfach Bescheid, wenn sie auf unserer Seite ist. Okay, also die Zeremonie in der Kathedrale. Handeln. Hast du ein paar Dias für mich? Genau, hier. Schön, nehme ich beide mit. Ist scheiße teuer, aber nein, so ist es. Gleich kriege ich das Geld wieder rein. Goldschmuck. Brauchen wir noch nicht. Können wir, glaube ich, selber machen. Aber die Diamanten weiß ich noch nicht, wie wir die machen. Wir nee, kaufen die einfach mal. Kuchen. Nee, das ist nicht wert. Okay. Wie gesagt, Frau Anmut ist jetzt so die Einzige, die jetzt momentan unser Weg blockiert, weil wir das mit der Geschichte noch nicht herausgefunden haben. Irgendwie sollen wir dir eine verdammt gute Liebesgeschichte geben. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir eine Liebesgeschichte machen. Also das einzige Poetische, was ich so halbwegs hinbekomme, ist: Du bist hier, ich bin hier, Schnabeltier. Das ist aber auch schon das Höchste der Gefühle, ne? Also was ich mit Romantik zu tun habe. Aber gut, ja, probieren wir hier einfach mal unser Bestes. Gucken wir mal, ob wir der Frau Anmut nicht einfach mal so ein Straight-up einfach nur eine Geschichte hingeben können. Also so goldene Geschichte, das soll ungefähr das sein, was sie sich vorstellt. Aber gut, das müssen wir jetzt erstmal gucken. Wobei, ich könnte auch schnell nachschauen. Alter, die Frame, was ist denn jetzt los? Game. Fang dich wieder. Nee, das war OBS, das sich nicht gefangen hat. OBS, was ist jetzt los? Egal. Es läuft wieder. Ab und zu hat OBS so Schluck auf. So, hier mach mal Weizen. Oder was kannst du sonst noch machen? Nee, du kannst nur Weizen. Hier. Das Ganze hier erstmal in endloser Schleife. So, das sollte dann erstmal kein Problem sein. Wir haben dann auch schon mal einiges an Silberzwiebeln, die ganz gut sind. Wir könnten wieder Kürbis verkaufen.
geben wir auch mal wieder Kürbis hin. Ich hoffe ja immer noch, dass bald wieder ein paar Goldkürbissamen rausfallen. Damit wir halt wieder die Möglichkeit haben, tatsächlich was zu erweitern. Aber mei, Hoffnung, ne? So, hier kommen die Kürbisse wieder rein. Gucken wir mal. Hat sich das vermehrt? Nein, hat's nicht. Was war's dann? Pumpe ich mal von Hand nach. Und experimentiere selber ein bisschen herum. Dann nehme ich halt die restlichen Kürbissamen, die hier noch in der Gegend herumfliegen. Und die Zwiebelsamen. Versuche da halbwegs was Anständiges rauszupimpen. Also, als erstes Speed. Und dann Golddünger. Und dann ein Kürbis da rein. Dann hier dasselbe. Speed. Golddünger. Und dann tue ich da mal Zwiebelsamen rein. Jetzt die restlichen Samen können wir wieder zurücktun. Den Dünger tue ich jetzt auch mal hier unterbringen, in der Mangelung eines Platzes. Die Diamanten lagere ich einfach mal hier draußen. Finde ich sowieso geil, dass man hier einfach Diamanten lagern kann. Vollkommen irrelevant. Gold schmelzen ist ja angenommen. Goldbahn. Gut, da können wir nicht hier welches machen. Hier. Machen wir einfach mal so Dual-Core-Schmelzing. Ja. Sehr schön. Dann liegen ja mal ganze Goldbarren in der Gegend herum. Na gut. Gut, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir speichern den ganzen hier, beenden den Part und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Graveyard Keeper. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Bitte Gott. Auch schon wieder Mikrofone.